Also wir freuen uns heute hier zusammengekommen zu sein, weil wir heute den Baustart für das große Breitbandprojekt, Förderprojekt Unstrut-Heinig-Kreis beginnen und begehen gemeinsam. Wir wollen hier eine strategische und nachhaltige Breitbanderschließung in diesem Kreis vornehmen. Es werden also in diesem Sinne für diese nachhaltige Breitbanderschließung über 100 Kilometer Trassentiefbau generiert und mehrere hundert Kilometer Glasfaserkabel in die Erde verlegt. Also die Thüringen-Netcom ist ja nun unser Partner für eines in unserer heutigen Zeit wichtigsten Projekte mit weit über 14 Millionen Euro. Wir wollen also mit diesem Projekt in Schulen, in Dörfern, aber auch in Betrieben, die im ländlichen Raum sich angesiedelt haben, so viel wie möglich Digitalisierung Einzug halten lassen. Wir sind auch als Ort sehr froh, dass wir das Glasfaserkabel bekommen, wo wir schon lange drauf warten. Und freuen uns natürlich, dass auch regionale Betriebe hier aus dem Unstrut-Heinig-Kreis die Tiefbauarbeiten durchführen. Wir hoffen, dass uns das bis Ende 2022 gelingt, der Netcom, aber auch dem Unternehmen hier aus Thüringen. Insofern drücke ich allen den Daumen und bei dem schönen Wetter, selbst der Himmel weint Tränen vor Freude, kann es eigentlich nur ein gutes Projekt werden.